Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Entschuldigung. Heute habe ich für dich einen Drogerie-Haul für dich. Und zwar war ich bei Douglas und bei DM und ich war bei Rossmann. Fange ich dieses Video neu an? Nö, wir ziehen das jetzt durch. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich konnte die ein oder andere Limited Edition ergattern, habe sowohl online als auch vor Ort eingekauft, habe neue Produkte, habe Nachkaufprodukte, habe Hund, Baby, Beauty, Haushalt, Food, kunterbunt, was man halt so in der Drogerie bekommt. Und ich würde sagen, ich starte mit den Produkten von DM und da starte ich mit einem Blumengruß. Man kann immer wieder diese Sträußchen dort online kaufen, die sind gar nicht so super teuer, eignen sich halt super für Fotos oder für Deko, weil ich finde es eigentlich ganz hübsch. Das ist jetzt so ein pastelliges Sträußchen, die kannst du entweder genau so halt weiterverwenden oder halt auseinanderpflücken. Ich finde eigentlich so die Konstellation hier ganz schön, dass man hier mit den Hortensien, mit den Rosen und so das Ganze gemacht hat. Ne? Ich finde den hübsch. Ich mag den. Genau, der wird hier oben bleiben, dass ich den für Fotos nehme. Ich habe irgendwie doppelt bestellt. Das heißt, eins wird dann demnächst weitergehen von Baby Love, Kinder- und Sportwagen, Sonnensegel. Wobei ich glaube, dass man das auch zweimal brauchen kann, theoretisch. Lichtschutzfaktor 50+. Ja, ne? Also du spannst es halt so richtig über einen Kinderwagen oder über einen Sportwagen so drüber. Und wir hatten das jetzt schon öfters mal, dass wenn wir dann spazieren gegangen sind, dass die Sonne halt genauso reingeschienen ist. Natürlich können wir das Verdeck halt recht derbe runter machen, aber das finde ich halt auch irgendwie blöd. Ist in hellgrau oder in Anthrazit. Ich habe jetzt, ein Anthrazit hier. Hätte man hier unterschiedliche Farben haben können? Oder ist das ein Wendeding? Das können wir mal uns anschauen. Ich hatte jetzt nicht gesehen, dass es da unterschiedliche Farben gegeben hätte. Nö, ist kein Wendeding. Also, ist einfach so ein Sonnending. Ganz ehrlich, das kannst du eigentlich auch mit vorhandenen Mitteln, die du so zu Hause hast, nachbauen. Aber ich fand das jetzt eigentlich ganz praktisch. Kann man das waschen? Bestimmt, Handwäsche, ja gut. Ich packe eh mal alles in der Waschmaschine und den Trockner. Da bin ich ja immer so ein bisschen, ne? Ja, nicht alles im Trockner, aber vieles. Genau. Und das fand ich jetzt gar nicht mal so verkehrt, dass wir sowas jetzt auch haben. Denn ich hoffe jetzt ja, dass wenn ihr das Video seht, dass dann auch mal so langsam die ersten Sonnenstrahlen so richtig rauskommen, sodass man da auch ein bisschen sowas braucht. Ne? Das ist so meine Hoffnung. Ich bin manchmal ganz schön blind, wenn ich auch durch den Laden gehe. Ich habe mir mitgenommen den Magen- und Darmtee von Mivolis und jetzt habe ich hier gerade gesehen, für Kinder. Läuft. Ja, genau. Also ich habe in letzter Zeit öfters, dass mir ein bisschen schwindelig ist, dass mir ein bisschen übel ist. Ich bin nicht schwanger, Leute. Ich glaube, ich brauche sowas. Ja, deswegen habe ich mir den einfach mal mitgenommen und hier ist ein Igel drauf, der mit einer Wärmflasche und einer Teetasse durch die Gegend läuft und allein das hätte mir schon zu denken geben sollen, dass das vielleicht für Kinder sein sollte. Egal. Ist ab 4 Jahren, aber das ist ja egal. Also für mich, ne? Und erwachsen. Okay, steht ja auch drauf. Bei Magen-Darm-Krämpfen und Blähung. Jau. Nom. Tolle Information. Mach's einfach und dann hast du Spaß. Finde ich gut. Dann habe ich auch noch dekorative Kosmetik mitgenommen. Lavera hat neue Produkte rausgebracht. So eine Glasreihe. Da habe ich einmal so ein Glass Shadow mitgenommen. Das möchte ich einfach mal ausprobieren, weil... Entschuldigung, das ist jetzt, welche Farbe bist du überhaupt? Keine Ahnung. Liquid Eyeshadow einfach nur, weil manchmal können Liquid Eyeshadows ja toll sein, ne? Wie jetzt zum Beispiel von Danissa Myricks, die Twin Flames zum Beispiel, der Hammer. Da habe ich mir gedacht, ja gut, wenn die Drogerie sowas auch vielleicht herausbringt, warum nicht, ne? Kann ich jetzt ja mal swatchen. Okay, das ist wirklich ein Topper. Mal gucken, ob der trocknet. Ne? Also das ist jetzt nicht so mit super viel Farbe, aber der hat halt Schimmer. Es riecht sehr alkoholisch. Ich warte jetzt mal ein bisschen, ne? Und dann gucken wir mal. Also wenn ich das so ins Licht halte, dann haben wir auch diesen, ihr seht das, ne? Das schimmert schon lila, aber ich finde das wunderschön. Also ich kann mir das für mich richtig gut vorstellen, dass ich das, wenn das wirklich trocknet, auch wirklich gerne als Topper tragen werde. Und dann habe ich noch mitgenommen aus der gleichen Reihe. Ich dachte, das wäre größer, aber ich hätte natürlich auch die Inhaltsangabe lesen können, denn das sind nur so ein paar Grämmchen, ne? Steht hier gar nicht drauf. Glass Skin Balm, auch von Lavera. Ist das dann eher wie so ein
Ach so, ich dachte eher, dass es wie ein Primer wäre, aber ich glaube, das ist eher dann wie ein Highlighter gedacht, ne? Ja gut, werde ich dann auch mal ausprobieren. Ist halt ein Balsam. Hä? Könnte ein Lippenbalsam einfach sein. Ja gut, ne? Keine Ahnung. Läuft bestimmt irgendwie. Muss ich mal gucken, wie genau das gedacht sein sollte. Also muss ich online mal nachlesen. Dann habe ich mir auch von Art Deco einen neuen Nagellack mitgenommen. Eine so geile Farbe. Also ich drehe das Video, bevor ich nach Malaga fliege. Kann sein, dass ihr das Video, ja, das seht ihr dann danach, klar. Vielleicht trage ich diesen Nagellack dann in Malaga komplett, also auf Händen und Füßen, weil das hat für mich so richtig so was Maritimes, so was. Oh, ich mag diesen Duochrome-Effekt total gerne. Es ist so wunderschön, dieses Blau mit dem Shift und ist dann so ins Türkisgrüne, ne? Oh, das. So hübsch, wirklich. Dann habe ich hier Nagellack von Essie, wobei ich jetzt gerade, wo ich meine diese Hand in lila lackiert habe, sehe, dass ich doch ähnliche auch schon da habe. Muss ich mal aber trotzdem ausprobieren. Cyber Society ist hier die Farbe. Ich dachte, der wäre auch irgendwie mit einem Schein. Keine Ahnung, sah irgendwie online intensiver aus. Egal, wird jetzt ausprobiert. Dann habe ich hier noch zwei Produkte. Der Aufsteller war leer gefegt, Leute. Also ich habe die Face-Palette leider nicht mehr bekommen. Die hätte ich schon ganz gerne ausprobiert, aber egal. Ich habe jetzt hier noch diese beiden Schätzeleins bekommen. Da habe ich einmal den Pinsel, den ich sehr interessant finde. Ist diese Secret Garden Limited Edition. Ah, super, der ist auch nicht so furchtbar festgeklebt, wie die das einfach so gerne machen in letzter Zeit. Ne? Ich verstehe es auch einfach nicht. Und ich habe so einen schon aus einer Limited Edition von Catrice. Der ist aber, glaube ich, ein bisschen fester gebunden. Mit dem trage ich aktuell gerne Puder-Foundations auf. Ne? Und hier, das fühlt sich auch schön an. Das wird sich wahrscheinlich relativ schnell abnutzen, je nachdem, wie man da halt mit umgeht. Ne? Aber damit kannst du Puder-Foundations und sowas halt auch gut auftragen. Oder halt die Creamy Base-Produkte. Ne? Blush Bronzer Highlighter ist ja auch da in der Palette drin. Dafür ist der wirklich gut geeignet. Ich mag solche Pinsel. Und dann habe ich mir noch so einen Lippenstift in der Farbe 1003 Little Secret mitgenommen. Wunderschöne Verpackung. So. Pappverpackung. Oh ja. Das ist schon hübsch, ne? Das ist hübsch. Aber ich meine, das war auch nicht als Lippenstift, sondern als Lippenbalsam da beschrieben. Komm, den können wir jetzt ja mal zusammen hier ausprobieren. Ich habe jetzt hier ja meinen, ne? Project Pan Lippenstift drauf gehabt. Dann schauen wir mal. Kann ich das ohne Spiegel? Also ich habe einen Spiegel hier vorne. Das ist kein Lippenbalsam. Und wow, hat der einen Rosenduft. Der ist matt. Das ist schon eine geile Farbe. Das ist eine richtig schöne Frühlings-Sommerfarbe. Oh. Gewagt, vor allem mit diesem grünen Look hier, ne? Aber ich mag's. Oh, ja. Schön. Krass. Schön. Schön krass. Ganz schön krass, Leute. Okay, dann habe ich ein bisschen was für den Mr. Wow mitgenommen, also für Sammy. Die liebt er. Die gebe ich ihm gerne so abends, ne, als kleinen Snack, bevor wir ins Bett gehen. Also das vom Duft her, es kriecht einem schon durch den Mund in die Nase. Das ist, muss man mögen, Leute. Muss ich wirklich sagen. Das ist nicht so geil, ne? Ja, das sind halt einfach diese Knabberwürstchen. Steht da drauf, nehme ich ihm dann immer wieder mit, wenn ich halt bei DM einkaufen gehe. Dann habe ich hier für Julius mitgenommen eine Schnullerkette. Du kannst da nie genug von haben, ganz ehrlich. Also, ne, das ist auch irgendwie so ein, kannst du an alle möglichen Schnullerarten dran machen. Boah, ne, den muss ich abmachen. Es tut mir leid, aber ich kann den Duft nicht haben. Ah, unangenehm. Das ist super intensiv. Schade. Nee, boah. Gerade jetzt aktuell neige ich halt wirklich zu Kopfschmerzen. Dann brauche ich jetzt nicht das. Nee. Diesen Rosenduft permanent unter meiner Nase haben und auch noch einatmen. Das ist leider nicht meins. Schade. Naja, aber nur, dass man es weiß. Wahrscheinlich. Die LEs, die droppen so schnell und sind so schnell wieder weg. Bis das Video hochgeladen ist, ist die eh nicht mehr da.
traurig, ne? Das ist ab 0 Monate, ist ja klar, es ist eine Schnullerkette. Natürlich ist es ab 0 Monate. Ich liebe diese Kerne- und Saaten-Granola-Mischung von DM Bio. Die nehme ich mir jedes Mal mit, wenn ich dort entweder vor Ort bin oder bestelle. Jo, dann habe ich hier so doppelmäßig Stadtgeflüster, Allzwecktücher feucht, ne? Brauche ich hier oben, brauche ich unten, immer mal wieder, und dann sind wir froh, wenn wir sowas haben. Dann vermehrt gibt es bei uns hier losen Tee, deswegen habe ich mir das mitgenommen. Süß, oder? Tea Time, also das war halt auf so einem Aufsteller und das sieht einfach nur so hübsch aus. Deswegen, das musste einfach mit Kitchen Goods, Goods and More, Tea Infuser. Ich mag das. Das ist schon hübsch. So, dann habe ich noch ein bisschen Waschmittel mitgenommen. Frosch Baby für Julius Klamotten. Ja, ne? Also falls ihr einen anderen empfehlen könnt, gerne in die Kommentare. Aber damit sind wir jetzt bislang echt gut gefahren. Dann habe ich hier noch so ein Ding auch von diesem wunderschönen Aufsteller mitgenommen. Welcome. Das nimmt man doch immer gerne mit, oder? Sagt man nicht nein zu. Kommt dann bei uns in den Eingangsbereich. Wir sind hier oben ja auch gerade am Renovieren, dementsprechend kann es sehr gut sein, dass da halt auch irgendwie was irgendwie in die Küche oder so reinkommt. Dann, ja, wenn ihr das Video seht, ist Julius schon 6 Monate alt. Wir wollten halt wirklich, wenn Julius 6 Monate alt ist, mit Breikost und Beikost anfangen. Und da habe ich jetzt mitgenommen von Baby Love den Bio-Milchbrei Gries ab dem 6. Monat. Da habe ich mich auch ein bisschen durchgelesen. Der ist ganz gut bewertet gewesen von Stiftung Warentest und dann habe ich mir den jetzt einfach mal geholt. Ich habe auch schon meine Freundinnen gefragt, was die so genommen haben für ihre Babys, ne? Und viele haben tatsächlich den von Baby Love auch genommen. Und ja, also Grießbrei scheint auch wohl das zu sein, was man so als Einstieg nimmt. Und entweder nimmt man nur den Grießbrei oder ich hatte ja zum Beispiel beim letzten Mal auch so ein paar Gläschen von Hip geholt oder von Holle war das, glaube ich, auch. Da kannst du auch was mit reinmischen oder so, aber wir wollten erstmal damit vorsichtig anfangen. Das macht man ja immer so Schritt für Schritt. Und die Holle-Grieß-Banane-Dinger sind dann wahrscheinlich eher für mich. Dann habe ich hier von Airwick Life Sense Düfte, die sich verändern, mitgenommen. Das fand ich einfach interessant. Duftvase mit Aromaperlen. Und das fand ich zum einen sehr, sehr hübsch und zum anderen auch einfach irgendwie... Ja, von der Duftbeschreibung her sehr schön. Verwunschener Garten, Marshmallow, Himbeere und Rose. Hallöchen, Popöchen. Das wollte ich gerne hier oben im Badezimmer aufstellen. Ja, einfach, dass wenn man hier die Treppe auch hochkommt, dass man einen angenehmen Duft hier oben hat. Es ist alles noch Baustelle hier, ich weiß, aber trotzdem hat man das doch ganz gerne. So, dann habe ich jetzt hier ein bisschen was von Rossmann. Das habe ich aber online bestellt, da war ich nicht im Laden. Zum einen auch wieder was für Julius. Da haben wir von Milupa die Milumil Pre Milch, die wir ihm halt geben, Anfangsmilch, also entweder nehme ich die dann, also dass ich die dann halt auch bei Online-Bestellung oder bei, wenn ich im Laden bin, halt so mitnehme, ne, weil ich habe gehört, dass die auch immer relativ schnell ausverkauft sein kann, man kann die aber auch notfalls bei Amazon bestellen, ja, da schwankt der Preis halt immer nur so ein bisschen, ich habe jetzt eine Packung mitgenommen, wir haben unten auch noch ein paar stehen, deswegen, das war eigentlich nur, damit ich auf den entsprechenden Bestellwert komme, dann gab es von Emasa Magic Finish so eine So ein Set, was ich eigentlich nur bestellt habe wegen dem Foundation Brush, aber ich habe hier ja noch jetzt auch andere Produkte, also dieses Magic Finish, das wird wahrscheinlich weiter wandern, weil ich habe selber noch ein volles da. Das ist halt auch in der Sonderedition und ich kriege es gerade nicht auf. Vielleicht schenke ich das auch gleich meiner Freundin, die hier vorbeikommt. Sammy, du musst mit deinen Pfoten ein bisschen aufpassen, ne? Nicht das Frauchen da. Hä, wo ist meine Schere? Da. Weil ich kriege sowas immer so schlecht auf und dann kannst du da am besten mit einer Schere drunter und das so hochhebeln. Hallo. Vorführeffekt und so. Hallo. Und dann macht man da jetzt nicht irgendwie seine Finger kaputt. Ja, jetzt halt mit diesem wunderschönen Deckel. Ich hatte auch geguckt, ob es das auf der Asam Beauty Homepage gibt, weil da habe ich auch einen Haul. Ach Quatsch, einen Haul gedreht. Werde ich nachher noch drehen und den habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Ja. Da habe ich auch eine Bestellung getätigt. Da hätte ich mir nämlich sonst halt auch den Pinsel dort mitbestellt. Den gab es aber tatsächlich nur bei Rossmann. Und auch nur online. Also das fand ich ein bisschen schade, aber gut, egal. Ich habe ihn jetzt, ne? Und das fand ich ganz interessant, weil der einfach so hübsch ist. Oh mein Gott, ist der hübsch. Da haben wir halt die Kirschblüten drauf und da geht mir natürlich mal wieder das Herz auf, ne? Oh, der Foundation Brush. Und damit soll man das halt Magic Finish halt super auftragen können, wobei ich das am liebsten mit den Fingern auftrage. Damit kannst du aber auch andere Foundations super auftragen. Und der hat mich doch an den ein oder anderen High-End-Pinsel auch erinnert. Und das Haul-Video habt ihr auch wahrscheinlich schon gesehen, ne? Und da habe ich ja auch gesagt, dass ich finde, dass im Asam sich quasi rächt, ne? Weil
damals haben alle dann ja auch das Magic Finish kopiert und so weiter und da halt auch Produkte adaptiert. Aber ich glaube mittlerweile, jetzt wo Asam Beauty oder M. Asam auch immer mehr so Make-up-Produkte rausbringt, dupen die jetzt nämlich auch mal, was ich ziemlich cool finde. So, und vielleicht mache ich da auch mal ein Schminki zu oder ein Short, ein Reel, ein, man weiß es nicht, irgendein Video halt, ne? Sehr, sehr cool, der Pinsel. Und das hier ist auch noch eine ganz neue Geschichte. Double Match Mascara and Base. Jedenfalls kannte ich das vorher noch nicht. In der Farbe Deep Black. Nee, mein Freund kann das jetzt nicht gelesen sein. Hat meine Freundin eben geschrieben. Ach, das ist ja interessant. Die XXL Volume Mascara müsste ich sogar noch hier haben. Aber hier hast du dann auch noch auf der anderen Seite so ein Lash Primer mit dabei. Das ist schon cool, ne? Die Frage ist immer, bringt Lash Primer was? Weil in der Theorie kannst du einfach noch eine weitere Schicht Mascara auftragen. Aber vielleicht hat der hier auch noch Pflege mit drin. Das möchte ich mal ausprobieren. Primer für Wimpern und Augenbrauen für extra starken Halt. Mit, ach so, mit haarwachstumsfördernden Grow Active, stärkendem Phytokeratin und belebendem Koffein. Das finde ich klasse. Sowas mag ich. Da hoffe ich nur, dass die Mascara dann auch entsprechend darauf hält. So, dann hat Rival de Loop so eine Limited Edition rausgebracht, wo ich auf gefühlt alles scharf war, bis auf die Foundation. Achso, ich könnte mal bei dem Lavera-Ding gucken. Okay. Ja, so ein bisschen Glitzerpartikel gehen ab, aber das ist schon angetrocknet. Wirklich. Das ist nicht schlecht. Das muss ich ausprobieren. Spektakuläre Entdeckung hier. Auf jeden Fall hat Rival de Loop die Into the Jungle Limited Edition rausgebracht. Hiervon hat Sarah Isabel auch so geschwärmt. Magic Mousse Make-up. Und die ist ja eigentlich überhaupt kein Fan von matten Foundations. Deswegen war ich so begeistert davon, dass sie so begeistert davon war, dass ich mir dachte, okay, liebe Sarah Isabel, ich lasse mich mal von dir influencen und kaufe mir das auch mal. Ja, dieser Baum, keine Ahnung, was das soll. Vor allem bin ich hier mal überrascht oder interessiert, was die Farbe angeht. Weil die ist ja noch heller als ich gefühlt, ne? Und bei ihr sah das aus. Also es riecht irgendwie ein bisschen nach Vanille und ist wirklich auch mousig. Also M. Asam Magic Finish lässt grüßen. Aber es blendet sich schon weg. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf dem Gesicht aussehen wird. Hier auf der Hand. Schon interessant, ne? Also noch bin ich nicht davon begeistert. Ich werde das mal ausprobieren. Und schauen wir mal. Ja, das lohnt sich halt wenig, wenn ich das jetzt in einem Video ausprobiere, weil bis ich das Video online stelle, das ist halt so traurig jetzt aktuell mit den ganzen, wie die LEs da rausgehauen werden, ne? Bis ich das Video online stelle, ist die LE gar nicht mehr verfügbar, ne? Das ist echt schade. So, dann habe ich hier noch den Sponge mitgenommen, Into the Jungle. Finde ich immer ganz cool, wenn einfach auch Schwämmchen mit dabei sind. Steht jetzt natürlich nicht drauf, also letztendlich habe ich dann einfach einen, orangenen. Rot-orangenen Schwamm. Dann habe ich mir auch den Bronzer mitgenommen, der witzigerweise deutlich kleiner ist, als ich dachte. Weil wir kennen ja diese ultra krassen Maxi-Bronzer, die Rival de Loop und Rival Loves Me und Rival de Loop Young damals rausgebracht haben. Eigentlich eher Rival Loves Me und Rival de Loop Young, ne? Hier sind 9 Gramm drin, aber das ist tatsächlich auch eine Größe, die man irgendwann mal im Universum aufbrauchen kann. Interessant, dass hier auch keine extra Folie drüber ist. Also da wird wahrscheinlich so ein bisschen mal auf Nachhaltigkeit gesetzt. Auch hier haben wir einen Duft. Okay. Hm. Sieht auch schön aschig aus. Sowas mag ich ja immer ganz gerne. Oh. Doch. Der hat einen Schimmer mit drin. Sieht jetzt hier auf der Hand jetzt gar nicht mal so gut aus, weil ein bisschen fleckig, ne? Doch, das wird im Gesicht mal ausprobiert. Ja. Ich habe jetzt welchen drauf, das macht jetzt keinen Sinn. Und was ich aber ultimativ interessant fand, waren die Nagellacke. Oh, ich weiß gar nicht, ich habe zurzeit so einen Hype auf Nagellacke, Leute. Das ist crazy. So ein richtig geiles Neon-Orange. Mega schön. Also das kommt in der Kamera bei weitem nicht so hell raus, wie es in der Realität ist. Und dieser Ton ist ein sowas von schöner Viva Magenta-Ton. Das ist ja die Farbe des Jahres, ne? Extrem hübsch. Die werden natürlich ausprobiert. Was ich bei den Rival de Loop und Rival de Loop Young Nagellacken sagen muss, das sieht man jetzt wahrscheinlich auch, wenn ich die so hinhalte, die sind so schief, ne? Also das ist halt, oh, mein innerer Monk weint dann einfach, weil wenn du die halt nur so machen würdest, dass es halt abschließen würde, wäre der Nagellack nicht komplett zu und würde austrocknen. Das heißt, du musst es überdrehen, oh, und dann sieht das schief aus. Naja, ist wie es ist. Dann habe ich mir mitgenommen, habe ich online bestellt, 3 Sticker-Alben.
Seid ihr auch aus der Generation, wo man Sticker gesammelt und getauscht hat? Und wenn man jetzt irgendwo halt solche Sticker-Geschichten sieht für 4,99, über 900 Sticker für alle Anlässe, muss man halt natürlich zuschlagen, wenn man das fancy findet. Und das ist schon süß, ne? Für Kindergeburtstag und noch mehr Kindergeburtstag und Schule und Buchstaben und Zahlen und gut gemacht und Tiere. Finde ich fancy für Ostern, für Sommer, für Halloween. Oh, da geht mir das Herz auf. Habt ihr das überhaupt sehen können? Keine Ahnung. Also, irgendwie so. Ja, total super. Das ist mein farbenfrohes Stickerbuch für Kinder. Dann habe ich auch noch Schmuckelemente mitgenommen. Ja, mit bezaubernden Motiven, Ornamente, Zierleisten, florales Blüten. Hallo, das sind Blumen. Banner, sowas finde ich eher nicht so cool. Vielleicht, wenn man tatsächlich Fotoalben macht, was ich mache, ne? Schilder, oh, Sprüche und Letterings, sowas finde ich ja total schön. Dann sowas, was man halt abschreiben kann, das ist halt kein Sticker. Naja. Und dann habe ich noch Alphabete und Sprüche. Die Frau ist einfach manchmal ein bisschen durchgeknallt, ne? Have a nice day, bye bye, good idea. Ja, ist schon cool, ne? Ja, da freue ich mich, das für 5 Euro, also 4,99. Und weil ich ja halt auch noch in diesem Rossmann Baby Club Gedönsen drin bin, kriege ich ja bei Online-Bestellung immer 5% Rabatt. Und wenn man vor Ort halt ist, bekommen ja alle mit der App halt auch 10% Rabatt. Das finde ich immer ganz schön. Bei DM kann man halt mit der App auch einiges machen. Da hat man entweder Payback oder dass man da auch Rabatte kriegt. Wollte ich euch auch nochmal empfehlen. Dann habe ich 3 Sachen, die ich dann wahrscheinlich verschenken werde an Neffen. Ne? Mein Wimmelbuch Feuerwehr. So süß, oder? Ja, 2,99, das ist doch geschenkt, Leute. Das ist echt nicht teuer. Und Feuerwehr, unser einer Neffe, der steht halt zurzeit auch voll auf Feuerwehr und fährt darauf ab. Und das ist, sowas mag ich ganz gerne. Dann setzt man sich nämlich hin und dann kann man mit dem Kind zusammen mal solche Wimmelbücher durchgehen. Ne, wenn man dann vielleicht auch mal vorher so ein bisschen Aktion hatte, Aktivitäten hatte, dass man auch ein bisschen runterkommt. Sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder. Finde ich ganz süß gemacht. Dann habe ich auch noch auf der Baustelle, das ist ab 3 Jahren und solche Geschichten, die kriegst du halt online. Ne? Da hast du hier so Magnete drin und diese Magnete kannst du dann auf der jeweiligen Seite, ich wollte gerade Homepage sagen, auf der jeweiligen Seite auch dann zum Einsatz bringen, was ich echt cool finde. Und auch das ist für unseren Neffen, glaube ich, eine ganz coole Geschichte, weil er auch aktuell voll auf diese ganzen Baustellenfahrzeuge tierisch abfällt. Ich meine, welcher Junge nicht? Ne? Dann habe ich hier auch noch alle meine Freunde, ein Kindergartenalbum für 5,99 €. Oh mein Gott, ich fand das so süß. Ich hätte gern sowas gehabt. Ich hatte das in der Grundschule, ich hatte das auch in der weiterführenden Schule. Ich hatte das sogar im Abi, während meiner Abi-Zeit habe ich selber sowas gemacht und dann halt weitergegeben, also in meinem Abi-Jahrgang durchgegeben. Und wenn ich das jetzt teilweise noch zur Hand nehme, ist es so schön, das einfach zu lesen, kann ich euch nur empfehlen. Auf jeden Fall, ja, es ist halt ein bisschen kindgerechter dann gemacht, das bin ich. Macht man dann natürlich mit der Mutti zusammen, ne? Darum habe ich dich tierisch gern. Das mache ich am liebsten. Das kann man dann einkreisen oder ausmalen. Meine Unterschrift, das schmeckt mir am besten. Meine Lieblingsfarben. Das ist echt schön, finde ich, ne? Oh Mann, so groß bin ich. Meine Haarfarbe. Können Fotos eingeklebt werden. Ich finde das schön. So. Dann habe ich für Julius Zimmer noch 2 Sachen mitgenommen. Und zwar einmal den Ideenwelt, also aus der Ideenwelt, den Türorganizer. Oh mein Gott, die Ideenwelt hat immer so schöne Sachen. Da muss ich immer so aufpassen. Für Ordnung und Struktur im Kinderzimmer. Noch ist es jetzt natürlich nicht so, dass Julius selber für Ordnung und Struktur sorgen muss. Ja, arme kleine Mann. Mit seinen paar Monaten. Sondern das betrifft dann Schatzi und mich. Sammy, habe ich dich gerade abgeschossen? Der schläft. Und ja, genau. Aber das ist dann halt auch eine gute Sache. Dann kann man da vielleicht so Windeln oder sowas auch reinmachen. Oder Pflegeprodukte. Und wir haben da auch so Hängeviecher, ne? Und dann hast du hier 1, 2, 3 Bärchen, wo du was reinmachen kannst, diese Taschen. Ich glaube, sowas kommt eigentlich immer ganz gut bei jedem Kind, ne? Ja, und bei jeder Mutti. Ja. Das fand ich toll, deswegen habe ich das auch gekauft. Und Spielzeugbox. Da muss ich sagen, bin ich gerade super froh, dass da 2 Stück drin sind. Ich wollte nämlich erst 2 bestellen und habe mir dann gedacht, nee, komm, nimmst du erstmal eine, weil du weißt ja nicht, ob die von der Qualität her gut ist und ob du die magst. Dann kannst du immer noch eine nachkaufen. Hier sind aber 2 drin, oder? Nee, doch nicht, das ist nur der Deckel. Ach so.
Jetzt wollte ich hier gerade loben. Nein, das ist schon süß gemacht. Und da werde ich dann auch sehr wahrscheinlich eine zweite von holen. Also wir haben solche Boxen auch schon. Aber ich fand die jetzt vom Design sehr schön. Und auch dieses Frische ist einfach auch voll meins. Oder unser Ding, ne? Genau, und dann hast du hier noch einen Deckel, den du drauf machen kannst. Sowas finde ich ehrlich gesagt auch immer ganz praktisch, ne? Und dann... Und das ist von der Oberfläche halt auch super robust, ne? Jo, das mag ich gerne. Da werde ich noch weitere von holen. Das ist hübsch. Und hier hast du halt so Obst drauf. Äpfel und Birnen und Wassermelonen und so. Geile Sache. Mensch, Leute, ne? Das war mal ein Haul. Ja, ja. Kunterbunt, wie das halt immer so bei mir ist. Aber ja, vielleicht konnte ich dir ein bisschen Inspiration geben. Und ja, weiß ich nicht. So, halt neue Produkte zeigen oder halt, was ich so nachgekauft habe. Ich hoffe, es hat dir hier gefallen. Wenn dem so ist, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.